hey, ich will heute das erste Mal richtig gezielt Wildlife fotografieren. Ich bin dazu ein Stückchen Richtung Spreewald gefahren, von Cottbus aus, und habe mir hier eine schöne Stelle rausgesucht. Ich habe auch schon die ersten zwei, drei Bilder machen können, direkt nachdem ich das Auto abgestellt habe. Deswegen versuche ich mich jetzt hier so ein bisschen ruhig zu verhalten und habe auch schon meine Sachen zusammengepackt. Da filmt mich gerade die A7R2. Und als Hauptgerät versuche ich es heute mal mit der Canon 60D mit dem Sigma 150 bis 600 mm Objektiv. Das habe ich mir vor ungefähr einem halben Jahr gekauft und seitdem so flüchtig mal eingesetzt. Finde ich aber, ist total eine geile Linse, und ich gucke heute mal, was die an der 60D kann. Die 60D ist von meiner Freundin, die Sony ist von mir. Normalerweise habe ich das Sigma immer mit dem Adapter an der Sony und das funktioniert echt gut. An der Canon habe ich gerade schon gemerkt, dass es vielleicht ein bisschen problematisch werden kann, weil ich Shutter viel höher gehen muss als mit der Sony. Dementsprechend habe ich weniger Licht zur Verfügung und ich muss die ISO höher stellen. Das heißt, ich bin gerade bei dem Licht bei ISO 4000 und einem Shutter von 1:2000. Ja, ich weiß, dass die Canon die hohen ISO-Werte nicht ganz so gut handeln kann wie die Sony. Aber darum geht es mir eigentlich nicht. Ich bin da, um ein bisschen hier die schöne Luft zu genießen, ein bisschen ein paar Rehe zu sehen vielleicht. Wenn wenigstens die Bilder ein bisschen was werden und ich die euch hier einblenden kann, dann bin ich auch happy. Genau. Ich pirsch mich jetzt mal hier weiter vor. Ich habe gesehen, in deiner Ferne ist ein relativ breiter Schilfgürtel. Ich vermute mal dahinter so einen kleinen Entwässerungsgraben von einem Vlies oder von einer Wiese hier. Und in die Richtung schlage ich mich jetzt mal langsam vor und schaue, dass ich euch hier ein bisschen mitnehmen kann. Okay, ich habe gerade gemerkt, ich dachte die ganze Zeit schon, das ist einfach nur eine Weide, wo Pferde drauf sind. In Wahrheit waren es aber Rehe, die vor einer Koppel stehen und ich die fälschlicherweise halt für die Pferde gehalten habe. Ich komme aber so richtig gut, komme ich halt nicht dran. Ich habe die minimal auf dem Objektiv, auf der Kamera. Deswegen probiere ich jetzt einfach mal, mich ein Stück weiter vorzuschlagen. Krass, ey, ich sehe da schon wieder so eine Dreiergruppe Rehe auf der Wiese. Ich probiere mich hier irgendwie vorne in das Waldstück oder mal gucken, wo der Weg hinführt. Ich will jetzt einfach nicht quer übers Feld latschen und gucke, dass ich irgendwie da rüber komme und von da vielleicht ein bisschen besser die Rehe fotografieren zu können. Was ich auch festgestellt habe, ist, dass wenn ich mein Rucksack als Ablage für mein Objektiv nehme, dann komme ich erstens einen Ticken höher, was ganz gut ist, wenn man hohe Grasnarben hat. Dann kann man über die Grasnarben hinweg fotografieren und hat nicht immer ständig irgendwelche Grasbüschel im Bild, was manchmal ziemlich nervig sein kann, weil man ja mit dem Objektiv eine gewisse Höhe braucht, um in der Weite möglichst wenig Sachen im Bild zu haben. Und gleichzeitig macht es das auch viel stabiler, als aus der Hand zu fotografieren. Sieht vielleicht immer ein bisschen komisch aus und manche Profis haben da richtige Sandsäcke, wo sie das Objektiv immer ablegen können. Aber ich finde, das geht für den Anfang auch so, und da muss man sich nicht direkt irgendwelche teuren Sachen kaufen.
Ich habe ein bisschen viel Zeit verloren jetzt. Die Sonne ist schon ganz schön weit hochgekommen. Deswegen probiere ich jetzt, mich ein Stück weiter durchzuschlagen. Und ich sehe gerade, die Rehe gehen wieder zurück auf die Wiese. Das ist vielleicht jetzt die Chance, um ein bisschen durch den Wald zu kommen. Richtig cool ist gerade auch, dass während da die große Gruppe Rehe ist, die ich gerade hier nebenbei ein bisschen filme, kommt auf der rechten Seite auch noch mal so eine Dreiergruppe von Rehen so langsam mit aufs Feld. Und die kommen auch langsam ein Stück näher zu mir ran. Das heißt, da kriege ich noch mal ein paar schöne Aufnahmen. Das Einzige, was an der Stelle hier nicht so schön ist, ist, dass im Hintergrund habe ich ein Dorf. Und eine Landstraße, die auch zu der Zeit relativ viel befahren wird. Da es eine Pendelstraße aus dem Spreewald Richtung Cottbus ist. Und da habe ich halt relativ viele Autos mit im Bild und die Geräuschkulisse ist auch nicht so ruhig. Deswegen denke ich mal, ich werde im nächsten Video, ich werde bestimmt wieder eins machen, werde ich mal tiefer in den Spreewald reinfahren und mir mal ein bisschen abgelegeneres Örtchen heraussuchen, wo ich vielleicht sogar die Chance habe, ein bisschen näher an die Tiere ranzukommen. Also das, was ich gerade versucht habe, oder was ich gerade versuche, ist, ich habe diese Dreiergruppe und die heben immer mehr oder weniger abwechselnd in bestimmten Minutenintervall die Köpfe und checken die Umgebung. Und ich probiere gerade so ein bisschen, dass man vielleicht zwei hat oder sogar alle auf einem Bild, wenn alle ihren Kopf heben. Das wäre natürlich mein Optimum und das probiere ich gerade hier so ein bisschen zu fotografieren. Das Faszinierende ist auch, dass sich einige Rehe richtig ins Gras reingelegt haben und nur die Ohren rausgucken. Das sieht schon echt ziemlich cool aus. Und die kommen wirklich gerade Meter für Meter immer näher auf mich zu. Ich muss nur hoffen, dass die nicht zu nah kommen, dass ich die da nicht verscheuche. Deswegen, ich werde jetzt hier vielleicht noch so 5 bis 10 Minuten bleiben. Und dann werde ich auch langsam den Heimweg antreten. Ich habe nämlich auch echt Hunger. Ich bin richtig froh, dass ich heute früh doch eine dicke Jacke und einen dicken Norweger Pullover angezogen habe, weil es wäre sonst ganz schön kalt gewesen. Ich kann auch gut verstehen, warum sich manche Leute für so eine Aktion eine Isomatte mitnehmen und drunter legen. Das ist auf jeden Fall auch eine Option, aber ist halt auf jeden Fall wieder mehr Gepäck, das man mitnehmen muss. Ich bin jetzt fast wieder zurück am Auto. Ich hatte heute auf jeden Fall einen richtig guten Morgen. Ich habe ein paar richtig schöne Aufnahmen machen können, ein paar richtig schöne Bilder von den Rehen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie ich das nächste Mal losgehe auf eine kleine morgendliche Pirsch, dann abonniert mich gerne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein!